Wenn du dich zwischen zwei Menschen, die du liebst, entscheiden müsstest, was würdest du tun? Ich stehe vor zwei Gräbern. Auf dem einen Grab steht der Name meiner Mutter. Auf dem anderen steht Lisa, der Name meiner Freundin. In meiner Hand halte ich eine weiße Rose. Die Rose entscheidet, wer lebt und wer stirbt. Am liebsten würde ich mich gar nicht entscheiden. Aber ich muss. Wenn ich nach rechts schaue, sehe ich etwa in 20 Meter Entfernung noch zwei Gräber. Vor diesen Gräbern liegt ein Skelett mit einer weißen Rose in der Hand. Je länger ich warte, umso schwerer wird die Entscheidung. Ich lege die Rose auf das Grab von Lisa. Dabei muss ich weinen. Der Grabstein meiner Mutter kippt nach vorn und versinkt in der Erde. Der von Lisas Grab beginnt abzusinken und ein wunderschön verzierter Sarg steigt nach oben. Die Rose, die nun auf dem Sarg liegt, verwelkt. Ich falle auf die Knie und schlafe ein. Ich werde alles vergessen. Meine Mutter, die Rose und die zwei Gräber. Ich wache auf und liege in meinem Bett. Neben mir liegt Lisa. Ich stehe auf und laufe durch mein Haus. Das Zimmer meiner Mutter ist leer. Nur mein Vater liegt in seinem Bett und schläft. Wie ich die Rose bekommen habe? Was? Welche Rose?